Heute, Freunde-Redakteur Andreas Bock stellt Fragen zu seinem Lieblingsbuch aus dem Homeoffice. Seid ihr schon drauf? Das ist wirklich mein Lieblingsbuch. Komm mal her mit dem Zaubergerät. Das ist fantastisch hier, ne? Toni Schumacher, WM86, Viertelfinale gegen Mexiko. Deutschland gewinnt. Und Schumacher hält 7 oder 20 Elfmeter, weiß nicht mehr genau, ne? Und deswegen, im Text heißt er deswegen Toni Schumacher. Genial, oder? Aber pass mal auf, eigentlich will ich von euch was ganz anderes wissen. Und zwar hat hier irgendjemand so einen Klebestreifen drüber geklebt. Jetzt weiß ich nicht mehr, wie dieser schneidige Typ heißt. Also, heißt er Harry Weinfurt? Heißt er Harry Krishna? Oder heißt er vielleicht Harry Valerian? Schreibt's irgendwo hin, schreibt's in irgendeine E-Mail und ja, vielleicht gewinnt ihr was, ne? Ich mache jetzt mal weiter mit dem Halbfinale. Ich bin super gespannt, wie das ausgeht. Bis bald.